Ja, ich beschäftige mich mit den Jugendlichen, wenn ich sie so frage, so, und was haltet ihr so von euren Eltern? Und dann sind die so, ja, die finden das halt nicht so gut, dass die so überbesorgt sind, so auch immer so ein bisschen ängstlich. Und man muss aber die Eltern auch verstehen, denn die Eltern haben immer weniger Kinder, das Status Kind ist wichtig und dann wollen die auch die beste Erziehung. Aber je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, zu übertreiben es natürlich. Ich habe ein Beispiel. Also da war, es ist ja bekannt, dass Kinder immer früher anfangen, so Sprachen zu lernen. Und dann war ich hier Berlin, Prenzlauer Berg unterwegs und da waren so zwei, drei bis vierjährige, die sind mit dem Bobbycar aufeinander, so Crash. Und da sagt das eine Kind zum anderen, ey du Blödmann. Und die Mutter sagte, in English please. Und da sagt das andere Kind, shut up, bitch. Und die Mutter sagte, schau, was er schon kann. Schauen und die Institutionen sind verwirrt erstmal. So ein Kindergarten, was war der hart zu uns? Was war der hart zu mir? Ich war im Kindergarten in der Bärchengruppe. Und da ist eines, wenn das die Heizung ausgefallen hat, der Kindergarten direkt reagiert, und da war ich in der Eisbärchengruppe. Aber das hat doch nicht geschah. Heutzutage ist man vorsichtig, ich kann nicht verstehen. Also, eine Freundin von mir ist Erzieherin. Und die hat was erzählt, das glaubt eigentlich kein Mensch. Da gab es Buchstabensuppe. Und die Sophie, die Lispelt. Und da haben die das S aus der Suppe wieder rausgefischt. Begründung war, was Sophie nicht aussprechen kann, soll nicht in die Suppe. Dann kam der ostdeutsche Erzieher rein und sagte, ich bin der Ronny aus Gera, sagt die Kids, jetzt müssen alle Buchstaben raus. Spitznamen klare Brühe. Nee, man sichert sich ab. Ja, man sichert sich ab. Andere Freunde von mir, die ist Lehrerin. Thema Aufklärung, sehr interessantes Thema, auch bei den Eltern, klar. Und sie sagt auch, ich sichere mich da ab. Ich habe am Elternabend habe ich so einen Holzpenis durch die Reihen gehen lassen. Das hat die wirklich gemacht. Eine Mutter hat es komplett falsch verstanden, die sagt am Ende, ich würde drei nehmen. Danach sagt sie noch, wirklich passiert, danach sagt sie noch, ist das Holz aus der Region. Ja, die Eltern greifen schon manchmal ein bisschen zu ungewöhnlichen Dingen, aber ich bin der Meinung, Klugen gab es schon immer. Das auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass sie ein bisschen vielleicht besorgter sind. Es gibt ja sogar einen Begriff. Habe ich gelesen, hatte ich früher noch nie gehört. Da heißt Helikoptermutter. Und da habe ich überlegt, ob meine Mutter eine Helikoptermutter ist. Aber die ist keine Helikoptermutter. Die ist Leiterin der Luftwaffe. Das hat es schon immer gegeben. Mein Zimmer zu Hause sieht noch genauso aus wie früher. Ich sage, Mutter, mach doch mal was draus. Ach, du blast doch, ist doch egal, bist doch ab und zu da. Ich war letztens wirklich ein paar Tage da ein bisschen gekränkelt, wollte mir meine Mutter eine gute Nachgeschichte bauen. Ich sage, Mutter, das gibt's doch nicht, sowas kann man doch keinem erzählen. Irgendwann ist doch mal gut, irgendwann ist doch auch mal Schluss. Da war ich total sauer, musste ich zurück in mein Bett. Zur Schule, hat mich immer zur Schule gefahren mit dem Auto. Ich habe gesagt, Mutter, es fährt ein Bus. Ja, gut, dann fahr ein Bus. Und der Busfahrer sagte auch, es ist kein Problem, aber warum müssen wir deiner Mutter hinterherfahren? Es ist kein neues Phänomen, aber es ist schon so, dass es vielleicht ein bisschen extremer geworden ist und die Gesellschaft, die macht das aus. Die forciert das Helikoptermutter-Dasein. Die bereitet sich darauf vor. Nämlich, es gibt Anwälte zum Beispiel, wenn eine schlechte Note ist, dann können Eltern zum Anwalt gehen und das einklagen. Oder auch in der Uni gibt es Einführungsveranstaltungen für Eltern, damit die wissen, was ihre Kids studieren. Die Eltern holen die Kids auch weiterhin von der Uni ab. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Die Chemiestudentin Marie möchte bitte aus dem Atomebällchenwald abgeholt werden. Bei uns kam einer an, Timo, der ist 19,
kam schweißgebadet zu mir, studiert Sport, sagte er: Matthias, meine Mutter hat mir meinen Turnbeutel an die Uni gebracht. Ja, reagiert darauf die Gesellschaft. Also meiner Meinung nach ist es so, Flucken gibt es, es geht aber wahrscheinlich auch ein bisschen ins Extreme und denen kann man nur raten, quasi die Kids nicht in Watte zu packen. Nee, die müssen auch ihre Erfahrungen sammeln, weil sonst geht das hinten im Laufe des Lebens dann quasi nach hinten los. Wir hatten auch 9. Klasse Klassenfahrt, hatten wir einen dabei, der hat ständig mit seiner Mutter telefoniert. Die ganze Zeit: Mutti, jetzt komm vorbei, jetzt hol mich ab, ich halte das hier nicht mehr aus. Aber die Mutter, die ist sehr standhaft geblieben, die sagte: Du bleibst, du bist der Klassenlehrer. Und dann muss er bleiben. Ich sage: Dankeschön.